Bürgermeister der Stadt Bocholt darf ich ganz herzlich zu unserem SPD-Stadtverbandsvertreter hier bei uns in Bocholt begrüßen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Der Plenarsaal voll mit uniformierter Reichstagsfraktion der Nazis und dem Diktator auf dem Platz des Reichskanzlers. Und dann hat der Wels im Reichstag, hat er dem ins Gesicht gesagt, dem Diktator: Sie können uns Freiheit und Leben nehmen, unsere Ehre können Sie uns nicht nehmen. Das hieß übersetzt: Der Mob, den Sie repräsentieren, der ist nicht auf unserem Niveau. Wenn ich an die Dreckigkeiten denke, die Thomas erdulden musste und seine Familie, dann denke ich an diese Helden der deutschen Geschichte, die sie im Namen unserer Partei dem Untersten, was es in unserem Land gibt, in den Weg gestellt haben. Mit der Solidarität mit dir tun wir alle hier heute das Gleiche. Diese Leute können uns nicht treffen.